Hallo zusammen und willkommen in meiner Werkstatt. Der Emerance Receiver hier habe ich jetzt schon längere Zeit ein bisschen im Einsatz gehabt. Und als ich das letzte Mal eingeschaltet habe, ist er nicht mehr so ganz richtig gegangen. Der gehört jetzt, es tönt super. Das ist vom linken Lautsprecher. Und jetzt schauen wir mal, was der dazu bringt, so zu tönen. Was wir vorhin gehört haben, das sehen wir jetzt hier auch. Das ist das, was auf den Lautsprecher rausgeht. So wie es jetzt eingestellt ist, haben wir bei diesen Spitzen eine Amplitude von etwa 400 mV. Und das lernt gut, dass man das hört. Und wir haben eine Frequenz von 100 Hz, also von Spitze zu Spitze, 10 Millisekunden. Und das würde ich jetzt mal vermuten, könnte mit der gleichrichteten Netzfrequenz zusammenhängen. Also, als nächstes müssen wir vielleicht einmal die Speisung kontrollieren, wie die aussieht. Wo hier nach dem Gleichrichter und nach einem grossen Kondenser nachher rauskommt. Ich untersuche jetzt mal die Spannungsversorgung von der Endstufe. In diesem Gerät ist das so aufgebaut, dass man für linken und rechten Kanal je eine Spannungsversorgung hat. Also man hat je einen Gleichrichter, hier und hier, für links und rechts. Und dann haben wir je zwei Kondensatoren, also in diesem Gehäuse sind eigentlich zwei drin, für links und zwei für rechts, wo dann die gleichgerichtete Wechselspannung glättet. Und das ist ein bisschen speziell, das hat man ganz gemacht. Als Sonderanfertigung zwei Kondenser in ein Gehäuse hineingebaut. Also man sieht es auch, der hat drei Anschlüsse, 1, 2 und Masse hier. Jetzt schauen wir mal, wie die Spannungen aussehen. Und hier mein Voltmeter. Da haben wir 55 Volt und der andere müsste jetzt minus 55 sein. Und das ist er nicht. Wir haben den rechten Kanal. Da haben wir plus 55. Das ist der Minus, der hat minus 55. Also das ist schon mal nicht so gut. Jetzt können wir vielleicht noch schauen, wie das auf dem K aussieht. Das sind die plus 55 Volt. Wunderbar. Das wäre Minus. Und da sieht man jetzt, das wird nicht mehr wirklich glättet. Also eigentlich müsste der Kondensator die Kurve, die jetzt dort ist, glätten. Also die müsste auch unten am Bildschirm gerade sein, schlussendlich. Also ist der kaputt und ich muss irgendwie einen Ersatz finden für den Doppelkondensator. Das wäre nicht ganz einfach. Mittlerweile habe ich zwei neue Kondensatoren. Sie sind ein bisschen kleiner wie die vorher. Wenn man zwei zusammennimmt, müsste es eigentlich gerade die gleiche Breite haben, oder den gleichen Durchmesser, wie der alte. Ich nehme jetzt den mal raus und schaue, ob ich die neuen zwei am gleichen Ort als Ersatz rein tun. Man glaubt es fast nicht, aber das links ist genau das gleiche wie das rechts. Nur es sind ungefähr 40 Jahre dazwischen.
Jetzt werden wir mal schauen, ob wir die zwei irgendwie dort rein tun können. In die Bride. Und nachher dort wieder reinbauen und verlöten. Neuen Kondensatoren sind jetzt eingebaut und angeschlossen. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch schauen, ob es wieder funktioniert. Also, schalten wir mal ein. Ich mache es jetzt über einen anderen Schalter. Also, jetzt hat er noch keinen Strom. Ich mache es hier über den, damit ich weiter weg bin. Das sieht noch nicht so verkehrt aus. Messen, was wir hier jetzt haben. Das ist immer noch 55 minus 55. Minus 55 plus 55. So soll es sein. Die Reparatur ist erfolgreich. Wir können wieder hören. Auf zwei Kanälen. Einwandfrei.